Die EZB hat heute die Zinsen angehoben und ist jetzt wohl die hawkischste aller westlichen Notenbanken und sie will die Zinsen weiter anheben und wahrscheinlich ist das ein Fehler. Die EZB machte denselben Fehler, den sie zu Beginn der Inflation gemacht hat. Damals sind die Erzeugerpreise als Pipeline-Inflation, als Vorbot der Inflation massiv nach oben geschossen, aber Christine Lagarde hat sich dann Ende 2021 hingestellt und gesagt, nö, also wir werden 2022 die Zinsen nicht anheben. Das musste sie dann doch und zwar mit einer ziemlichen Vollbremsung. Und jetzt, wo die Dinge sich deutlich abgeschwächt haben, Teile der Eurozone, vor allem Deutschland, bereits in der Rezession sind, die Geldmenge massiv schrumpft, da will die EZB jetzt noch zweimal die Zinsen anheben und das dürfte ein Fehler sein. So wie es damals ein Fehler war, die Zinsen nicht frühzeitig angehoben zu haben, sondern viel zu lange damit gewartet zu haben. Jetzt hier diese Headlines hier von Christine Lagarde. Wir sind noch nicht am Ende mit den Zinsen. Sie hat klar gesagt, also wenn jetzt uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, dann werden wir im Juli die Zinsen anheben und im Sommer will man diskutieren, ob man dann im September die Zinsen nochmal anhebt. Und Virai Patel bringt es hier auf den Punkt. Man hat jetzt die Inflationsprognosen nochmal angehoben und das angesichts einer Wirtschaft, die wirklich klare Abschwächungstendenzen zeigt. Hier sehen wir diese Projektionen, wir sehen, dass vor allem auch die Erzeugerpreise fallen, dazu gleich mehr. Und hier sehen wir mal das, was die EZB prognostiziert hat an Inflation, war stets zu gering. Ich glaube, jetzt macht sie den gegenteiligen Fehler. Sie prognostiziert jetzt eine zu hohe Inflation, die wird dann wahrscheinlich in der Eurozone zumindest schneller nach unten kommen, schlichtweg, weil die Wirtschaft sehr, sehr schwach ist. Und hier sehen wir nochmal die Entwicklung der Erzeugerpreise. Wie gesagt, Ende 2021, da waren die Erzeugerpreise bei fast 30%. Da hat Christine Lagarde praktisch ausgeschlossen, dass man in 2022 die Zinsen anheben wird. Dann stiegen die Erzeugerpreise über 40% und die EZB bekam Panik. Jetzt stürzen diese Erzeugerpreise ab, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen nicht mehr die Preissetzungsmacht haben. Und jetzt ist die EZB so hawkisch wie selten zuvor. Das zeigt sich etwa auch, dass man jetzt diese APP Reinvestments stoppen will im Juli, das war vorher schon klar, aber jetzt hat sie gesagt oder hat die EZB gesagt, dass diese Reduktion nicht 15 Milliarden betragen wird, sondern 28,3 Milliarden Euro pro Monat. Das ist also ein schnelleres Quantitative Tightening als ursprünglich gedacht. Auch das ist hawkisch. Und hier sehen wir mal rechts die Geldmenge hier in einem Chart von Thorsten Polleit, die normalerweise oder normalerweise folgt das BIP der realen Geldmenge. Und wir sehen, die reale Geldmenge ist massiv nach unten gegangen und das BIP geht auch nach unten in vielen Teilen der Eurozone. Dementsprechend gibt es bei den Kritikern der EZB wie Gunter Schnabel, der gesagt hat, er hat viel zu spät die Zinsen angehoben, jetzt die Sorge, dass wir jetzt von einer Inflation dann in eine Deflation gleiten werden. Und hier sehen wir, der Euro über die 1,9er Marke gestiegen, weil man eben diese hawkischen Aussagen der EZB, zum Dollar natürlich, der EZB ernst nimmt. Was macht die Fed? Die Fed hat gestern ja auch nicht die Zinsen angehoben, aber gesagt, wir könnten sie anheben in diesen Projektionen. In den Dots hat man das angedeutet. Hier sehen wir, die Einzelhandelsumsätze ticken besser als erwartet. Philly Fed, New York Empire, der im Vormonat so stark abgestürzt war, New York Empire State Index etwas besser als befürchtet. Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Einzelhandelsumsätzen zurückkommen, dann sehen wir, wenn wir das Ganze mal inflationsbereinigen, dann haben wir jetzt ein Minus von 3,3% und den siebten Monat in Folge einen Rückgang. Also ohne diese Teuerung wäre das Ganze letztendlich rückläufig. Und dann hatten wir heute auch die Jobless Claims aus den USA deutlich höher. Wir haben jetzt einen sehr deutlichen Anstieg und sind eigentlich, das ist eigentlich ein Vorbote, dass jetzt auch der Arbeitsmarkt langsam beginnt hier zu reagieren als nachlaufender Indikator in Richtung Rezession. Und hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen einer invertierten Zinskurve, die in den USA ja schon lange invertiert ist, und dann folgender Anstiege der Arbeitslosenzahlen, das dürfte in den USA auch passieren. Aber nochmal zurück zur Fed. Hier mal verschiedene Einschätzungen. Bank of America sagt, okay, wir
erwarten, dass die Fed im Juli wie auch im September noch zweimal die Zinsen anheben wird. Wir sehen Goldman Sachs, die sagen, okay, wir denken, dass sie im Juli nochmal die Zinsen anheben werden. Morgan Stanley sagt, nee, die blöffen. Das ist das, was die Märkte auch sagen, offenkundig. Die werden nicht mehr die Zinsen anheben, die werden ab März sogar 2024 die Zinsen senken. Und hier sehen wir mal eine Schlagzeile von Bloomberg: Stocks defy Naysayers. Der S&P 500 über die 4400er Marke gestiegen wegen der Spekulation, dass die Zentralbanken ihren Tightening-Prozess enden müssen, um eine Rezession zu vermeiden. Aber ich denke, das wird so nicht passieren. Die Rezession wird kommen, dann werden sie vielleicht das Tightening beenden, aber es wird nicht so sein, dass eine Rezession vermieden wird und die Notenbanken diese Rezession vermeiden wollen, weil sonst eben gerade in den USA das Problem ist, dass du die Inflation nicht in den Griff bekommst, wenn du jetzt vorzeitig diese rigidere Geldpolitik stoppen würde. Das hat die Fed gestern auch gesagt. Die Eurozone, wie gesagt, ist ein anderes Ding. Hier nochmal Microsoft vor allem zieht nach oben, könnte auf einem Allzeithoch schließen. Tech aber doch durchaus breit gefächert. Hier schauen wir uns mal die Indizes an. Und wir sehen hier den Russell noch am wenigsten im Plus. Heute der Dow Jones der stärkste Index, aber erstaunlich, die Volatilität steigt auch, respektive der VIX steigt auch 2,6%. Und hier sehen wir mal, der steigt ziemlich in Einklang mit dem S&P 500. Offenkundig steigt jetzt das Absicherungsbedürfnis angesichts solch Fahnenstangenkurse, die wir, oder Fahnenstangencharts, die wir derzeit sehen. Hier Fear and Greed Index jetzt bei 82, das war der Hochpunkt, den wir hatten im Februar diesen Jahres, als wir ja auch eine massive Rallye gesehen haben. Und hier sehen wir mal den Tech-Sektor im S&P 500, der jetzt fast auf dem Hoch ist, das wir gesehen haben, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte, Liquidität ins System geschüttet hatte. Hier fragt dieser Twitter-Kommentar, ja, was habt ihr denn geraucht? Auf jeden Fall zu viel davon. Dem kann ich mich anschließen, zumal wenn wir uns die Bewertungen anschauen. Price-to-Earnings-Ratio, Nvidia 224, Tesla 76, Microsoft 37 und so weiter und so fort. Price-to-Sales, Nvidia 42, Microsoft 12. Also hier KI-Euphorie jenseits von Bewertungen. Und auf der anderen Seite haben wir ja durchaus Alternativen zu Aktien, zum Beispiel hier die einjährige US-Staatsanleihe. Ist jetzt bei 5,27%, höchster Stand seit Juli 2006. Und das ist also etwas, wo man Geld relativ kurzfristig parken kann und dafür schon eine ganz gute Rendite bekommt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Mortgage Rates auch steigen, also die Hypothekenraten, die sind jetzt wieder über die 7% gestiegen. Es wird also wieder teurer. Dennoch sehen wir Homebuilder-Aktien in den USA wieder steigen. Das passt nicht so richtig zusammen. Robert Kiyosaki sagt, es gibt das Gerücht, dass Loan Depot, eine Mortgage Bank, also jemand, der Hypothekenkredite vergibt, in Schwierigkeiten sei. Kann ich nicht verifizieren, aber ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Kommen wir jetzt noch nach China. Die wollen Geld ausgeben, Stimulus. Man will Special Bonds emittieren, um den so hochverschuldeten Lokalregierungen zu helfen. Und man will Erleichterungen offenkundig für Käufer einer Zweitimmobilie einführen. Die sind ja normalerweise ein bisschen benachteiligt, weil die Chinesen sagen, naja, ein Mensch braucht eine Immobilie, nicht zwei. Also man will damit Spekulation unterbinden. Aber hier ein Artikel in der South China Morning Post, der sagt also, das wird jetzt keine Bazooka sein. Dazu ist die Verschuldung zu hoch, da sind die Probleme zu hoch und faktisch versucht jetzt China also durch eine Aufweichung von Kreditkonditionen eine fehlende Nachfrage zu erzeugen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Jetzt versucht China offenkundig den Kryptohandel an sich zu ziehen, nachdem die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, hier ja durchaus Schwierigkeiten macht. Hier Klagen gegen Coinbase, gegen Binance, also Kryptobörsen, die in den USA operieren. Und jetzt soll das Ganze nach Hongkong kommen. Bitcoin und Konsorten hat das heute allerdings nicht geholfen. Kommen wir noch nach Deutschland. Hier sehen wir den Gaspreis massiv steigen. Hat sich jetzt innerhalb von zwei Tagen verdoppelt oder um 50% gestiegen. Natürlich von sehr niedrigem Niveau aus kommend jetzt zuletzt. Aber einer der Gründe ist, dass die holländische Regierung jetzt das Gasfeld in Groningen wegen Erdbebengefahr schließen will. Das heißt, es kommt weniger Angebot. Und so sehen wir, und das ist gleich der erste Artikel im
Vorstellung, dass der Gaspreis massiv steigt. Warum, wieso, weshalb? Hochinteressant. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Auch der Goldpreis ist gestiegen, und zwar ab 14.45 Uhr. Warum eigentlich, wenn eine Notenbank die Zinsen anhebt? Das klingt nicht sehr logisch, aber es gibt da eine Logik. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.